Нет. Пнем. Unter uns, der Mann ist fertig. Naja, was soll man von einem erwarten, der weder raucht noch trinkt und überdies Vegetarier ist? Jetzt mal im Ernst, Fegelein. Ich werde wohl die Sache selbst in die Hand nehmen müssen. Berlin wird fallen und das in wenigen Tagen. Wenn der Führer tot ist, mit wem, glauben Sie wohl, werden die Alliierten verhandeln? Was macht Sie denn so sicher, dass die Alliierten mit Ihnen verhandeln wollen? Der Westen braucht den Nazistaat und meine SS, um nach dem Krieg Ordnung zu schaffen. Glauben Sie es mir, eine Stunde mit Eisenhower, das sieht es genauso. Erste Kontakte sind geknüpft. Seien Sie vorsichtig. Das ist Landesverrat. Ach, Wegelein, habe ich ganz andere Sorgen. Sagen Sie, wenn ich Eisenhower gegenüberstehe, was halten Sie für angebracht? Hitlergruß oder soll ich ihm die Hand schütteln? Sie haben. Je später der Abend, desto lieber die Gäste. Meine Herren, Sie sind schon im Aufbruch. Ich wollte Sie eigentlich noch sprechen. Die Befehle des Führers über die Zerstörung aller zivilen Einrichtungen. Bedauere, mein Lieber, aber ich muss fort. Besuchen Sie mich doch bei Gelegenheit in Hohenlüchen. Ich begebe mich jetzt allerdings mit meinem Stab in den Norden des Reiches, um von dort aus den Kampf um Berlin zu unterstützen. Die Affen zum Beispiel, die trampeln jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Himmler heißt in Lübeck. Der lässt mich ein Kapitulationsangebot gemacht, das ich Grafenbeirat hatte. Englischer Rundfunk berichtet das. Himmler. Die Pflicht! Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Wenck soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Ich bin mit mir ins Reine gekommen. Ich bleibe in der Hauptstadt. Mein Führer, das kann und darf nicht sein, dass diese Kultur aus dem besten Europa überschwemmen. Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Aber Sie glauben nicht, dass Steiner morgen angreift, habe ich recht. Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzielen. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen. Der Kampf von Berlin ist die deutsche Schicksalsschlacht. Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Berlin wird Frontstadt. Sie übernehmen als Kampfkommandant. Görings Sorge ist nicht so unberechtigt. Wenn unsere Kommunikationssysteme zusammenbrechen, und das kann stündlich geschehen, dann sind wir in der Tat von der Welt abgeschnitten. Befehle und Anweisungen können dann nicht mehr übermittelt werden. Ich sehe das anders. Göring will die Macht an sich reißen.
Diese Mischpurke, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, war mir noch nie geheuer. Es riecht nach Putsch. Dieser Versager, dieser Schmarotz. Ist der Mann auf der Stelle hinzurichten. Für den Fall, dass ich den Krieg nicht überstehe. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Fegelein! Sofort! Mein Führer, bei allem gebotenen Respekt, gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden, den Tausenden von Verletzten und den Alten? In einem Krieg wie diesem gibt es keine Zivilisten. Nichts anderes ist er der Treue zu seiner weltgeschichtlichen Aufgabe und seinem historischen Rang schuldig. Da ist er wahnsinnig geworden. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank. Ja, vielleicht schon tot. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Eine große Verantwortung. Nur auf ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Es gibt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Die Gruppe Steinhein, versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Jetzt will er das Steiner angreifen. Das ist purer Wahnsinn! Das sagen ausgerechnet Sie. Ein Opportunist. Ein rücksichtsloser Karrierist. Berlin als Vorstadt. Wenn ich das nicht retten können, bringe ich es am Ende. Aber er wird niemals kapitulieren! Wenn der Führer hier kommt, dann wird das ganze Reich mit ihm zusammen in den Abgrund gerissen. Das muss man ihm ausreden. Glauben Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst? Sprechen Sie doch mal mit dem Hebel. Warum nicht? Der Markt in Hebel ist der einzige Diplomat, der Einfluss auf ihn hat. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Die Sicherung des Regierungsfelds. Wieso behaupten Sie, ein Angriff sei unwahrscheinlich? Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden.
Kapitulieren niemals! Das ist empörend! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Die wenige Stunde, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am ganzen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut! Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren Medizinforschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Wahrscheinlich, dass Wenck mit seinen wenigen Verbänden der Roten Armee erstens, Spitze Wenck liegt südlich Spielosee fest. Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Zweitens, 12. Armee kann daher Angriff auf Berlin nicht fortsetzen. Drittens, 9. Armee mit Masse eingeschlossen. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. やめるわけないのにね。
ードあんまり痛がらないで。これからもっと痛くなるんだよ。これ、なんだ？Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Muss alles versucht werden. Berlin ist praktisch von den Russen eingekesselt. Ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie ver... Kuroshite yaru. Machi nasai. Thank you.
してませんよ。捕まえた。悪い子にはお仕置きです。待ちなさい。Ich bin aber fort. Wollen Sie in der Stadt umkommen? Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht. Ich hab das einmal mitgemacht. Das reicht. Dann sprechen Sie doch einmal mit Ihrer Schwägerin. Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Stellen Sie sich vor, Frau Junge, der Führer will, dass ich Berlin verlasse. Er hat mir den Befehl dazu gegeben. Ich habe noch nie einem Befehl des Führers zuwider gehandelt. Nie. Aber diesen Befehl werde ich nicht befolgen. Ich bleibe an der Seite des Führers. Bitte. Ich muss Ihnen sofort mein persönliches Testament diktieren. Ich verstehe. Ich komme dann wieder auf Sie zu. Thank you.
werde niemals kapitulieren, niemals. Ich untersage ihn, wie jedem anderen Truppenführer, die Kapitulation. Hören Sie gut zu, Wünsche. Ich werde mir nicht anders als Fräulein Brauner, meine Frau, selbst das Leben nehmen. Ich möchte aber nicht, dass meine Leiche von den Russen in einem Panoptikum ausgestellt wird. Ich darf dem Russen weder tot noch lebendig in die Hände fallen. Ich will sofort danach verbrannt werden und für immer unentdeckt sein. Ich nehme Ihnen das Versprechen ab, alle erforderlichen Vorkehrungen für die Beseitigung meiner sterblichen Überreste zu treffen. Man merkt überhaupt nichts, der Tod tritt sofort ein. Durch eine Lähmung des Nerven- und Atmungssystems tritt der Tod ein. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Das ist eine Sache von Sekunden. Das ist unter Garantie schmerzlos. Der Mann schießt sich in den Mund. Sie sind verheiratet mit der Schwester von Eva Braun. Das macht Sie praktisch mit dem Führer verwandt. Warum nicht? Sie sind aber jung.
Steiner hier kann ihn ersetzen, keiner. Sie wollen doch nur ihren Kopf retten!今度はあなたの番よ。これなんだ。クレープス。
Ich liebe ein Mädchen, ich weiß nicht warum. Ein Mädchen kaut Kabakum, ein Mädchen kaut rum. When Blackie comes down to Hilo, poor old man. ここまで来たね。頑張ったね。どうしても助けたい？お友達。お友達を助けたければ超えるのよ、運命を。大人って頭悪いな。この世界の運命を滑るもの。前は殺してあげられなかったけど、今度はしっかり最後まで面倒を見てあげる。こっち側の筋書きが固定されるように念入りにね。あ
足の先から順番にゆっくり潰していってあげる。ほら続けろ。最後ね、お兄ちゃんちょっとかっこいいから残念だけど、潰れて目玉が飛び出した面白い顔も見てみたい。おいしい。しなさい。Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Der Zeitpunkt ist da, wir sollen erst schnell machen. Sonst haben wir jede Chance verspielt. Ich verbitte mir diesen Ton. Thank you.
見えてるよ。